Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über mein Spiel, was ich auf meinem PC spiele. Drakensang ist sein Name. So, letzte Folge habe ich hier einen Haufen Orks erlegt und werde jetzt weiterziehen. Ich hoffe, dass der Weg frei ist. Denn wir sind, haha, wir machen den Weg frei. Raus. Aufgepasst! Armbrust raus. Ja, ich. Und der Rest ist schon draußen. Wie wir den alle in den Rücken schießen. Machen wir auch. Ich versuche mein Bestes. Wer sonst als ich? Klar kannst du mich geistig bewundern. Folgt mir! Bup. Und... Bup. Oh, das sieht gut aus. Das sieht echt... Der sieht tot aus. Aufgepasst! Magst du dich mal angreifen? Und zwar... Bei Angroschbart! Mit einer Waffe in der Hand. Und den da oben. Wer sonst als ich? Kannst du ihn bitte? Gut, gut. Vernichten. Sekarian, ich versuche mein Bestes. Wir warten das. Bei meiner Axt! Genau. So ist das geil. So kann man das halt immer unterschreiben wie Angriffsbefehle. Los mit dem. Dann eben ich. Reiz ihm ein. Magica Perturbatio. Screen. Gegrillt. Das ist gegrillter Ork. Eine gute Entscheidung. Ein Schwert, ein Wort. Wunderbar. Das Tisch wird dabei. Oh, Säfte. Oh, geil. Ich mag Säfte. Schnabulatastisch. Ihr habt fett gelebt. Oh, das ist vorbei. In der Kiste ist... eine gewisse Anzahl von alchemistischen Zutaten. Was hast du hier Feines? Freie Spitzen mit Halbteilen. Na, das ist nur wirklich Quatschschmuck. Das ist nur wirklich Quatschschmuck. Vernichte es. Oh, egal. Lederbänder. Und Sandstein und in der Kiste sind Fackel, aber naja, es ist. Kann das sein? Was ist das? Ist das ein Gang, den ich noch nie entdeckt habe? Ich denke, ja. Tatsächlich war ich hier noch nicht gewesen. Krass, dass man hier noch was entdeckt. Da war ich doch schon mal gewesen. Ach, das ist wahrscheinlich bloß so eine Art Umgehung, dass man nicht unbedingt in diese größere Gruppe von Ork kämpfen muss. Ja, natürlich. Ja. Ja, ich glaube. Das hier ist eine Höhle, die eingestürzt ist. Na gut, okay. Ich will nichts zu sagen. Können wir die Questblinker öffnen, blinken? Na, was soll? Nein. Lederbänder, Teilteile, Sandstein. Ach, du bist der Träger jeglicher Zutat. Bisteln der Ausdauer, Rauenpulver. Das brauche ich nicht. Ja, ansonsten recht nett. Gut. Wunderbar. Ziehen wir dann weiter.
Ich mag meine Charaktere, die sehen so schön aus. Der Kampf besteht der Gruppe. Erbarmungslosen Helden, deren Abenteuerlust sie in. Oh. Weit entfernte Länder bringt, Turbola. Komm mal. Schwuppdiwupp. Ich versuch mein Bestes. Alles geil. Alles wirklich nett. Und doch das letzte Festchen. Muss ich nicht. Na gut, okay. Das akzeptiere ich so. Okay. Na, dann gehen wir den Weg mal weiter. Mal sehen, was noch so kommt. Oh, ich hab Durst. Ihr müsst mich mal kurz entschuldigen, dass ich hier einen Heb nehmen muss. Denn der Brand muss gelöscht werden. Zum Wohl. Lecker. Aufgepasst! Tatsächlich wäre es ein Vorteil, wenn man denn die Entfernung nutzt und vielleicht... alle diesen Ork angreifen. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, kann ich machen. Wer sonst als ich? Du könntest ja mal vielleicht den dann. Ja, das war schön gleichzeitig, ja geil. Ich versuche mein Bestes. Andros Schütze, das ist ganz schön. Du könntest vielleicht mal mit. Gehen im Charakter und könnte für Ardor den da angreifen, während du mit den anderen noch mal ins Gesicht kommst. Ich wollte sagen, ob die jetzt nicht getroffen, aber gut, ab, ja. Guck ich mal zumindest. Der ist tot, das ist der. Oh, der da. Dann gehe ich mal in den. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, kann ich machen. Ich? Du könntest dich mal mit den Bogenschützen da hinten kümmern. Gib den Hinz. Folgt mir! Eine gute Entscheidung. Ist das noch immer gewesen oder war es das schon? Das ist ein Stich. Aua. Was ist los mit denen? Das ist der Wabo-Kämpfer des Todes. Was geht mit dem? Ins Gesicht. Wunderbar. Ja, hier ist natürlich ein wenig der Ork am Boden versunken. Vor Scham, weil er verloren hat. Denn die sind gar nicht tot. Die fallen auf uns um und... ah, die sind einfach nicht mehr da. Ja, was ist das? Das weiß man, das tut. Ich bin ein kleiner, unschuldiger Elf. Und werde hier lang gehen. Ja. Soweit, so gut. Ist da hinten, wo ich hier schon mal gewesen.
Student in Leiche. Leiche mag ich. Drei Töten, schwarz durch. Naja, gut, okay, das ist heute, die nicht unbedingt so weltbewegend ist. Sehen wir mal, was jetzt in Zukunft bringt. Grimm, schade. Meine Kompagnons mitnehmen. Der Qualms, Leute, der Qualms. Ruf mal der Feuerwehr. Der hat jetzt die 1-1. Ja, welche Zahl ist es denn? Hm? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Hilfe! Die Bestie will mich fressen! Schlange überzeugt. Ja, werden mal nicht speichern, weil ich glaube, hier automatisch gespeichert wurde. Nicht gut, speichern wir halt jetzt so gespeichert und wunderbar. Welchen Bastard greifen wir denn da an? Vielleicht okay, wenn wir alle den da beschießen. Meint ihr? Dann eben ich. Wer sonst als ich? Wäre das doch recht passabel. Auch unter Anführung. Gibt jemand einen Wunderschuss ins Gewicht. Ja, so. Gut, okay. Hat leider keine Wunde bekommen. Das könnte man tatsächlich nachlesen. Trauner Scharfschütze gegen Obermann-Flugvolumen. Rechter Arm getroffen, 8 Punkte, 8 Schaden, plus Wunde. Aber Wunde ignoriert, okay. Arschgesicht. Ticko. Folgt mir! Alter. Gib dir mal bitte noch. Noch nicht. Komm. Nein. Komm. Nein. Ja. Pompareo. Okay, dann bloß du. Ich versuch mein Bestes. Ich weiß. Wirst du tatsächlich noch einen Wuchsschlag ausüben müssen? Dann eben ich. Was greife ich denn an? Vielleicht nochmal den Ork unter Anführung mit meinem wunderschönen, zielten Schuss oder den Ork dort üben. Das wäre echt gut. Oh mein Gott, da kommen so viele. Wer sonst als ich? Nicht mal den da an. Los. Aufgepasst! Ob das jetzt noch so sinnvoll ist, ich denke nicht. Nein. Hopp. Klingsturm auf den Ork unter Anführung. Gut, gut. Auch du magst noch den Ork. Gelinge im Schein der Marder. Ach, der Gott. Ja, der Gott. Wirst du angreifen wollen. Selbstverständlich. Okay, du könntest zu euren Diensten. Komm schon. Dann eben ich. Mir du könntest ruhig mal hier hinterlaufen, Kollege. Ein Zwerg, ein Wort. Der ist tot. Den Hund töten. Bei Angroschbart. Klein, aber fein. Gut, gut. Ja. Auch Unanführer ist. Da wurde schon ordentlich penetriert. Ja, die konzentrieren sich natürlich jetzt beide auf mich. Lass das mal Vorgrim machen. Du machst den Hund platt. Ich werde suchen, gegen die beide zu stehen. So, schwuppdiwupp. Ihr müsst den da kalt machen. Defensiver Kampf Ziel 2 wäre vielleicht auch gut an. Wir werden gucken. Ins Gesicht, okay, da funktioniert natürlich gegen die Kampf-2. Just ist soweit so gut. Nein, wir den mal dort hinschicken. Und den Hund schon recht gefickt.
Schlag nochmal. Obwohl, nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Nein, du sollst einfach so abschlagen. Also, ich wehre mich gegen den. Oh Gott, verdammte Scheibenkleister Mist. Magst du immer noch sowas geben? Ja, ich. Weil wer ich sonst als ich? Tatsächlich in die Pistole komme, sich wieder aufzureifen. Ja, genau. Rape mich nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Trink, schlürf. Saug. Sehr gut. Nein, du sollst gegen den kämpfen. Ich gesagt, dass du den wechseln sollst. Aufgepasst! Kannst du den mal endlich schlagen? Oh Gott. Das wartet ja noch eine Arbeit aus hier. Kosten 16, 5 bis noch was, sicher habe ich noch. Ah, nehmen wir mal 12. 12 Lebenspunkte. Gibt's den. Komm. Komm, lass das mal vor. Sehr gut. Trotzdem möchte ich, dass du dem mal noch eins auf den Schädel bist. Alter, kann gut, gut. Jetzt endlich sterben. Folgt mir. Sehr gut. Du gehst mal dort hin. da nur. Nicht so auffällig. Für Ardo! Du nur drei Lebenspunkte. Wenn wir mal einen Stich kriegen. Gegen den unbedingt. Oh Gott. Dann eben ich. Gib mir Akku. Magica Perturbatio. Oh, was ist los? Gehittet. So jung. Naja, schön warst du nicht, aber jung. Naja, auch nicht. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Meint ihr? Hey! Alter, Alter. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja. Kann man mal endlich verrecken. Lass das mal Vorgrim machen. Nochmal, los. Endlich! Jetzt musst du aber wirklich defensiv kämpfen, Kollege. Gib für mir Ardo! Eine Sonderfertigkeit. Gott sei Dank. Jetzt ist nur der Ober da. Wir kämpfen mit, sagen wir mal recht, ausgelaufenen Menschen. Ein Zwerg, ein Wort. Vielleicht lass mal zu, wenn ich dir Wundpulver ins. Nein. Oh, Gott sei Dank. Oh, wei, oh, wei. Gib mir den Vierer und du nimmst mal eins, bitte. Ich versuche mein Bestes. Nimmst du auch mal bitte eins. So. Na, das. Ein Schwert, ein Dolch. Och, Mann. Ja. Geht doch nicht kaputt. teilen, ja. Ein Schwert, ein Wort. Trink. Schluck. Du kannst immer einen Schluck trinken. Schluck. Ja. Gut, ja, gut. Gibt immer noch einen. Ich versuche mein Bestes. Geht mit dem mal gezielten Stich. Munde eingaviert. Oh, sogar zwei Munden garantiert. Das sehen wir. Ah, mal guck mal. Dann hat er gleich mit einmal zwei Wunden bekommen, da wir ihn an der Stelle erwischt haben, wo er umgepanzert ist. Aha. Rüstung minus zwei. Ja. Wunderbar. Die Folge ist wieder voll. Ah, diesen Ober töten wir noch. Diese Dramatik. Diese Dramatik. Warte mal, das wäre, wenn ich hier den hinterschicke.
Ah, in die Zange genommen. Und der Rundumschlag ist dann nicht mehr so gefährlich. Guck mal, du kannst wieder schlagen. Schlag. Gib einen gezielten Stich. Hopp. Na gut. Zwei Wochen. Aufgepasst! Bei meiner Axt! Und nochmal. Ich? Und? Abgefertigt. Ich bin ja schon dabei. Oh, das war ja Rettung in letzter Sekunde. Dachte schon, die Ogerbestie frisst mich lebendig auf. Aber wer schickt dich? Ist Hügelbold etwa durchgekommen? Na klaro. Ja, ich habe Hügelbolds Verfolger getötet. Er ist weiter, um Hilfe zu holen. Aber ich bin im Auftrag des Sinnentempels hier. Ich muss dringend in die Burg gelangen und dort ein wertvolles Artefakt finden. Du weißt nicht zufälligerweise etwas über den Verbleib des Auges des Drachens? Nö, das kenne ich nicht. Sind nur gerannt, bis wir draußen waren. Da kamen sie schon über uns her. Diese Schwarzpelze waren überall. Hab versucht, sie aufzuhalten, um Hügelbold Zeit zu verschaffen. Aber wie konnten denn diese Orks die Burg erstürmen? In Ferdok hieß es doch, es gäbe ja in der Region nur ein paar versprengte Sippen. Ha, dass ich nicht lache. Es sind Horden von Schwarzpelzen. Horden. Gut organisiert und unterstützt von fürchterlichen Ogern und einer finsteren Hexe und ihrer schwarzen Magie. Das klingt seltsam. Was weißt du denn noch darüber? Zunächst waren es ja nur auch nur kleine Trupps in den Bergen. Ritter Tralder, der Burgherr, zahlte gutes Gold, um sie aufzuspüren. Ganze 100 Dukaten hatte er auf den Ork-Anführer Blutfang ausgesetzt. Doch dann drehte sich der Wind. Und die Orks griffen uns an. In Horden. Erzähl weiter. Die vermaledeiten Schwarzpelter hatten von Weiß Corvo her Verstärkung erhalten. Nicht nur von ihrer eigenen Sippschaft. Ein fürchterliches Hexenweib beschoss unsere Zinnen mit Feuerbällen und riesige Ogre mit einer wuchtigen Ramme machten aus dem Burgturm in kürzester Zeit Kleinholz. Ritter Tralder führte dann noch einen verzweifelten Gegenangriff. Und was geschah dann? Hügelbold und ich stürmten auch mit raus, um die Bresche zu halten, doch dieser Ogre erschlug unaufhaltsam Mann und Frau, bis nur noch wenige Treue übrig blieben. Und wisst ihr, was mit Ritter Tralder geschehen ist? Ritter Tralder und deine letzten Streiter standen sich im inneren Verteidigungsbereich der Burg. Wir aber wurden ausgesandt, um Hilfe zu holen. Und hier bin ich. Was für eine Schlacht. Aber auch wenn alle Orks des Orkslandes vor der Festung stehen würden, ich muss in die Burg und mein. Das Auge des Drachen darf nicht in die Hand des Feindes fallen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Ihr scheint es wirklich ernst zu meinen. Ich helfe euch. Folgt mir. Ich führe euch zum Geheimgang. Ausgezeichnet. Aber diesen Geheimgang sehen wir erst in der nächsten Folge. Also Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst Bewertung da. Jo, bis denne. Ciao.